Und wenn man das nochmal zusammenfasst und sich anschaut, wir hatten uns ja schon über Digitalität unterhalten, über die digitalen Prinzipien, Universalisierbarkeit des Codes beispielsweise, der eine Medienkonvergenz ermöglicht. Wir haben uns über die technische Vernetzung unterhalten, die eine neue, auch soziale Vergemeinschaftung ermöglicht, nämlich auch eine inhaltsbezogene Communities of Practice, wie es ein Kollege mal sehr treffend genannt hat. Wir haben uns über Algorithmizität unterhalten, also über in Software und in Technik eingeschriebene Werte und darüber auch, dass Medien, mediale Artefakte künftig nicht mehr nur menschengemacht sind. Also dass alles, was sich unter dem Bereich des Machine Learnings, der KI versteckt und auch wird in dem Zuge natürlich immer genannt Big Data Analytics, also die Möglichkeit, große Datenmengen mittels Systemen auszuwerten und darüber sozusagen nochmal eigenen Code zu produzieren. Also die Maschinen selbst lernen zu lassen. Ja. Was in der Konsequenz, da hatten wir auch uns ein paar Beispiele angeschaut, was in der Konsequenz zum Kontrollverlust, zumindest aus menschlicher Seite, führen kann und zu einer gewissen Komplexitätsüberformung, also die zu einer Unübersichtlichkeit führen kann. Wobei man da noch sagen muss, also bezüglich gibt es in der KI gibt's eine Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI und das, womit wir es im Wesentlichen zu tun haben, aktuell ist eher noch den Bereich der schwachen KI zuzuordnen. Und auch die Explainable KI, also die sozusagen die Komplexität wieder reduziert, damit wir Menschen in der Lage sind, entsprechendes zu verstehen, ist auch noch nicht ganz so weiterentwickelt. Aber was man sagen muss, ist, digitaltechnische Basis ändert Medien, ändert Mediensysteme und damit nochmal paradigmatisch. Also das heißt, ich will damit sagen, dass die Annahme, dass wir uns nur mit den Medien und mit dem Mediensystem in Bezug auf gesellschaftliche Handlungsfähigkeit befassen, ist zu kurz gegriffen. Das heißt also, zur gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit gehört heute mehr als das, was üblicherweise in den Kontext der klassischen Dimensionen der Medienkompetenz kommt. Ich versuche das mal mit einem kleinen Modell nochmal genauer zu erklären. Wenn man sich mit der Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt, dann hat man es erstmal mit einer ganz interessanten Schnittstelle zu tun zwischen Mensch und Maschine und diese ist im Wesentlichen das Medium. Das ist auf der einen Seite eine Benutzerschnittstelle und auch jegliche Form von Darstellung, ein Monitor zum Beispiel, eine Tastatur, alle diese Dinge könnten Benutzerschnittstellen sein. Das Display, das aktive Display ihres Smartphones genauso. Das sind erstmal Medien und die Folgen sozusagen medialen Bedingungen. Also das heißt, da kommt man mit den Aspekten, die wir im Zuge der Medialität, also medialen Prinzipien beschäftigt haben, kommt man damit schon relativ weit. Aber es gibt ein bisschen mehr. Zunächst mal muss man aber sagen, dass aus dieser Sichtweise wir es sowohl mit dem Menschen als auch mit der Maschine mit einer sogenannten Blackbox zu tun haben. Also man nicht unbedingt sagen kann, wenn wir uns den Mensch anschauen oder wenn wir uns die Maschine anschauen, wie funktioniert die eigentlich? Und interessanterweise, da bediene ich mich jetzt einer Analogie aus der Informatik, hatte man seinerzeit, auch schon ein paar Jahrzehnte her, in der Informatik ein ähnliches Problem. Man hatte es mit unklaren Verantwortlichkeiten innerhalb eines Netzwerks zu tun und wollte die entsprechend klarer definieren, um damit einen Referenzstandard für Netzwerkprotokolle zu definieren. Hört sich jetzt sehr technisch an, aber die Idee war,
und das ist vielleicht auch leichter nachvollziehbar, der Wunsch war, die Weiterentwicklung technischer Infrastrukturen und Anwendungen zu begünstigen, wenn man diese Kommunikationen, die in einem Netzwerk ablaufen, standardisiert. Das war so die Idee. Und der kreative Lösungsansatz war, die Kommunikation innerhalb eines technischen Netzwerks in sogenannten Schichten, man könnte auch sagen Layern, zu unterteilen und diesen Layern spezifische Funktionen und Aufgaben zuzuteilen. Und das Ergebnis dieses Prozesses war das OSI-Modell. Das habe ich hier mal reduziert auf 4 Schichten, ansonsten kennt man das unter 7 Schichten, dann ist es ein bisschen komplizierter, aber ich glaube so, das Prinzip ist hier mit dem 4-Schichten-Modell auch ganz gut nachvollziehbar. Man kann sich das ganz praktisch vorstellen, wenn man jetzt eine Mail senden würde, dann würde diese Mail von der Anwendungsschicht, würde entsprechend die Schichten durchlaufen bis zur Übertragungsschicht. Nur die Übertragungsschicht hat tatsächlich eine physikalische Verbindung, der Rest ist virtuell und entsprechend auf der anderen Seite des Empfängers dann wieder zur Anwendungsschicht. Also von einem Mailreader beispielsweise, Sie tippen die Mail, läuft es entsprechend technisch gesehen durch diese Layer, durch die einzige Übertragung, dann in diesem Fall entweder ein Kupferkabel oder ein Lichtwellenleiter und auf der anderen Seite entsprechend die Schichten wieder hoch. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich diese Logik, dieses Layer-Modell dafür verwenden möchte, um ein bisschen Licht in diese Mensch-Maschine-Interaktion zu bringen, um damit zu verdeutlichen, dass wir es, wenn wir uns mit digitaltechnischen Systemen beschäftigen, also kurz gesagt mit digitalen Medien beschäftigen, dass wir es nicht nur mit einem Medium zu tun haben, sondern unter dem Medium immer auch eine Maschine sitzt. Erstmal eine Applikationsebene, Software, Apps und eine Hardware-Ebene. Und erinnern Sie sich, wir hatten ja schon gesagt, dass sowohl in Software als auch in Hardware Werte und Normen eingeschrieben sein können. Eingeschrieben im Sinne von, tatsächlich übersetzen Sie mehr, programmiert. Ja? Also programmiert im wahrsten Sinne des Wortes sind in Software, aber genauso das gleiche gilt auch für technische Hardware, bestimmte Werte eingeschrieben, die auf das Medium wirken. Naja, und wenn die aber auf das Medium wirken, dann sind sie natürlich über das Medium nicht weit vom Menschen entfernt. Und in diesem Zusammenhang, das hatte ich Ihnen, glaube ich, auch schon kurz erzählt, hat mein Kollege Gerd Tolucerki darauf hingewiesen, naja, die Kinder und Jugendlichen und die meisten Erwachsenen kommen ja in der Regel nicht mit dem Digitalen in Rohform in Verbindung, sondern eben mit den sozialen, medialen, kommunikativen Anwendungskontexten, also nämlich den Medien. Aber da diese auf den technischen Prinzipien von Software und von Hardware aufsetzen, eben in diesen, in Software genauso wie auch in Hardware, Werte eingeschrieben sein können, müssen wir uns natürlich auch damit befassen. Ich versuche das mal anhand dieser Modi, die wir jetzt mal kurz durchgehen können, nochmal zu verdeutlichen. Also wenn wir uns den ersten Modus anschauen, dann sind wir bei dem Aspekt, den wir gerade im Medienkompetenzmodell von Dieter Waake unter dem Aspekt der Rezeption uns angeschaut haben. Also da geht es darum, was macht das Medium mit uns, was macht das Medium mit den Menschen? Welches Medium wirkt wie? Und dann gibt es natürlich noch den zweiten Modus, also das Interaktive, das Aktive, wenn wir Menschen die aktive Rolle übernehmen und etwas aktiv mit dem Medium machen, dann sind wir bei der Frage, was machen wir eigentlich mit den Medien? Und Sie sehen, findet erstmal eine Interaktion zwischen Mensch
und Medium statt. Man könnte jetzt im übertragenen Sinne sagen, könnte man eine Interaktion zwischen Mensch und Benutzerschnittstelle. Und das ist im Wesentlichen das, womit wir es zu tun haben, wenn wir uns über Medialität unterhalten. All das, was hier mit einspielt, beispielsweise, wie wirken Bilder, wie wirken Filme auf uns, wie wirkt Musik auf uns. Also Sie sehen, das ist schon ein ordentlicher Raum, den es erstmal zu füllen gilt. Und dann können wir aber sogar noch weitergehen. Eben aufgrund des digitalen Mediums können wir zunehmend auch da ist ein Wechselspiel, ne? Ich sagte ja sozusagen, die Software wirkt aufgrund der eingeschriebenen Normen und Werte auf das Medium auf den Menschen. Aber andersrum ist es natürlich genauso möglich. Wir können die Applikationen beeinflussen, indem wir sie programmieren, indem wir eine App gestalten beispielsweise. Oder aber auch noch weitergehen. Etwas provokantes Bild, nämlich einen noch tieferen Griff in die Maschine ermöglichen, nämlich auch auf die Hardware. Also, wie können wir unsere technische und digitale Welt gestalten? Und wenn man da beispielsweise an Repair oder Makerspaces denkt, da gibt es die Möglichkeit, auch noch etwas weiter, tiefer in die Technik hineinzuwirken. Also eben nicht nur das Medium als Gestaltungsinstrument zu nutzen, sondern Software und Technik nochmal weiter, um mit dem Ziel, also das ist sozusagen die Idee, gerade jetzt in bildungs- und pädagogischen Kontexten, natürlich darum geht es ja immer, dadurch ein Mehr an Verständnis über mediale Prinzipien auf der einen Seite, aber eben auch technisch-digitale Prinzipien zu erhalten, um dadurch noch ein bisschen mehr zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Und damit sind wir bei dem, was ich technisches Handeln nenne. Und wir befinden uns immer noch im analytischen Medienkritikmodus, wenn man jetzt nach Barke spricht, nur eben in Bezug auf digitaltechnische Prinzipien. Wenn man nämlich jetzt nochmal kritisch auf unsere Gesellschaften schaut, dann stellt man fest, dass wir uns in immer stärkere Abhängigkeiten von Medien und Technik begeben. Wir hatten ja einige Beispiele uns schon angeschaut, selbstfahrende Fahrzeuge beispielsweise. Das heißt, wir nutzen Medien und Technik immer intensiver, da sie uns, unser Leben, unsere Arbeit und so weiter unterstützen können. Aber die Frage ist, wer entwickelt eigentlich diese Technik? Und welche Interessen verbergen sich hinter Daten, Software und Technik, ganz im Allgemeinen? Und wer achtet eigentlich darauf, was die Big Five der Internetindustrie so machen? Und wir befinden uns historisch genau an dem Punkt, an dem die Philosophen der Frankfurter Schule ihre Kritik an der Kulturindustrie verbalisierten und die kritische Medientheorie prägten. Nur geht es heute eben nicht mehr nur um Medien, sondern um die Technik hinter den Medien oder, wenn sie im Modell bleiben, unter den Medien. Das heißt also, wir haben die Technik bisher immer nur genutzt und das Nachdenken darüber anderen überlassen. Und was das für Probleme aufwirft, jeder Blick in die aktuellen Nachrichten zeigt das immer wieder. Wir hatten uns über Dark Patterns unterhalten und so weiter. Zeigt es immer wieder, dass wir zwar Medien und Technik als Kultur verstehen, aber die Reflexion, die kulturtheoretische und die gesellschaftstheoretische Reflexion von Medien und vor allem auch von digitaler Technik bisher noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Um es etwas plakativer zu sagen, wer heute modelliert, wer codet, der gestaltet unsere Welt von morgen. Nichts weniger.
Das heißt also, fassen wir mal unsere Medienkritik, die wir gerade gemacht haben, unsere Gesellschaftsanalyse, ne, Sie erinnern sich, fassen wir mal zusammen. Unsere Wahrnehmung von Welt ist zunehmend medial. Auch unsere Kommunikation und Kollaboration findet in immer höherem Maße medial statt. Corona war ein Extrembeispiel. Da haben wir 2 Jahre mehr oder weniger ausschließlich medial kommuniziert. Aufgrund von tieferen Schnittstellen in die Maschine können alle Menschen zunehmend auch zu technisch handeln werden. Gleichermaßen beginnen aber auch die Maschinen immer mehr zu handeln. Ja? Wichtig ist also, dass wir idealerweise alle Menschen in die Lage versetzen, die Technik, die Algorithmen, Software, auf deren Grundlage sie arbeitet, zumindest grundlegend zu verstehen. Denn nur wer über die Kenntnis verfügt, was hinter der Benutzerschnittstelle, also hinter dem medialen Interface, hinter dem Medium der Maschine vor sich geht, kann entsprechend dann kompetent wahrnehmen, dekodieren, analysieren, reflektieren und entsprechend urteilen. Das heißt, eine Medienkritik, gleichzeitig auch eine Technikkritikfähigkeit ist notwendig und konzeptionelles Technikverständnis würde ich auch noch mit dazu nehmen, damit wir in einer digitalen Welt damit eine basale Voraussetzung geschaffen haben für Mündigkeit und eben, da kommt sie wieder, Sie können es wahrscheinlich fast schon mitsprechen, gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit.